Okay. Kennen alle OpenStreetMap, das verrückteste Projekt der Welt? Wenn nicht, meine Kollegen da drüben und ich stellen gerne nachher zur Auskunft zur Rede. In der Schweiz werden mehr und mehr Geodaten der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Und irgendwie spüren wir hin und wieder eine gewisse Frustration. Mir wurde gesagt, ich darf das verdammt nochmal nicht schreiben, das dürfte ich Beamten nicht ins Mund legen. Naja, dass diese nicht sofort in OSM auftauchen. Ohne Zweifel ist OSM das Projekt, das solche Daten nachhaltig und global nutzbar macht. Und deshalb ist es auch ein solcher Frust bis zu einem gewissen Punkt verständlich. Es gibt im Wesentlichen zwei Problemkreise, die Nutzung durch uns verhindern. Technik und Kultur und Probleme auf der rechtlichen Seite. Kurz zu ersterem, das OpenStreetMap-Datenmodell ist wesentlich anders als bei konventionellen GIS-Systemen. So ist zum Beispiel eine Adresse, eine Eigenschaft, die könnte jetzt auf einem Punkt sein, auf einem Gebäudeumriss oder auf einem Eingang. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir entfernen Layer Adresse und die Adressen sind weg und durch was ersetzen. Und das Wichtigere ist vermutlich der kulturelle Aspekt. Wir schätzen die Arbeit, die unsere Mittragenden und Contributors leisten. Und wir löschen nicht einfach etwas weg, was jemand geschaffen hat, sondern wir versuchen, das zu erhalten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Zürich die 50.000 Gebäude, die wir dort erfasst haben, durch Gebäudepolygone der Stadt ersetzt würden, dann würden wir die existierenden Gebäude durch einfach verbessern. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Genug Technik, rechtliche Seite. Im Gegensatz zu vielen anderen Nutzern von Open Data produziert OSM selber wieder offene Daten. Essentiell produzieren wir eine Datenwurst. Zu einheitlichen Bedingungen, die man mit einer Lizenz und mit einem Quellenhinweis nutzen kann. Und da diese offene Daten sind, kontrollieren wir weder, wie die Daten genutzt werden, an wen sie weitergegeben werden. Wir wissen ja nicht einmal, wer sie überhaupt hat. Das heißt, unsere Ansprüche an Nutzungsbedingungen von Drittdaten, also Open Data, von Regierungen oder was auch immer, sind ganz andere, als sie zum Beispiel Google hat, die natürlich die Nutzung ihrer Dienste in fast allen Aspekten kontrolliert. Schaut man die Nutzungsbedingungen öffentlicher Daten in der Schweiz an, so gibt es von vorbildhaften CC0 Stadt Zürich über A über CC by SA bis zu selbstgestrickten Nutzungsbedingungen. So gibt es noch und noch Bedingungen, die verlangen, dass die verwendeten Daten aktuell gehalten werden und diese Verpflichtung an Downstream-Datennutzung weitergegeben werden muss. Können wir offensichtlich nicht. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir in der Schweiz vom fröhlichen Jekami-Lizenzbereich wegkommen und eine einheitliche schweizweite Behördendatenlizenz einführen. Danke.